Hey Leute, hier sind Benny und Larissa von Aquapurist und Hi. Wie ihr sehen könnt, nicht alleine. Wir sind nämlich gerade zu Besuch bei Johannes von Greenscaping. Wer schon länger bei uns auf dem Kanal ist, der kennt Johannes schon. Wir hatten schon mal das ein oder andere Video relativ spontan über Dünger gemacht und so rundherum. Jetzt habe ich hier schon sowas in der Hand, was ganz offensichtlich so grün-schwarz ist ja so ein bisschen deine Farbe auch als Motto. Und natürlich, wer Johannes ein bisschen verfolgt, kennt auch sein Logo. Das heißt, wir haben jetzt auch tatsächlich es geschafft, von Johannes was mit in den Shop aufzunehmen. Yay. Der ein oder andere hat es vielleicht schon mal auch in einem Video von uns entdeckt, das Dünger-Experiment oder wie auch immer wir es nennen. Da gibt es sogar schon zwei Videos zu. Genau, wir haben es auch schon ein bisschen rumgespielt, damit wir hier nicht so ganz unvorbereitet bei Johannes auftauchen. Wir müssen natürlich so ein paar Fragen noch haben. Nee, aber wir haben ja sonst immer so eine kleine Vorstellung gemacht. Neues Produkt im Shop. Wir haben gesagt, das bietet sich jetzt an. Wenn wir sowieso bei Johannes vorbeikommen, dann kann er uns noch ein bisschen was zu seinen Salzen hier erzählen und warum wir die unbedingt im Shop haben müssen, beziehungsweise warum ihr sie natürlich nachher unbedingt kaufen müsst. Genau, da sind wir also, haben verschiedenes Salz. Vielleicht erstmal, du hast ja verschiedene Salztypen auf Salzen für verschiedene Garnelen. Gibt es da irgendwelche Unterschiede? Warum hast du überhaupt gesagt, brauche ich unterschiedliches Salz? Weil die Ausgangswasser der unterschiedlichen Garnelen natürlich sehr unterschiedlich sind. Also manche Garnelen mögen ja sehr weiches Wasser, manche etwas härteres Wasser, manche eher eine höhere Carbonathärte, manche eher fast gar keine Carbonathärte und dafür mehr Gesamthärte, zum Beispiel die Caridina Garnelen. Und um das besser quasi einstellen zu können, ohne dass der Kunde jetzt KH und GH einzeln kaufen muss und sich das selber irgendwie zusammenmischen muss, ja, gibt es halt vorgefertigte Mischungen. Man kann natürlich auch, wenn man jetzt ganz individuell was machen will, KH und GH sich noch einzeln kaufen, aber das ist dann eher für die Spezialisten. Ja. Möglichst einfach geht es halt mit den vorgefertigten Zusammensetzungen, hier mit Neocaridina, Caridina, Sulawesi oder auch für Fische das GHKH Plus, also das ist ein Basic-Salz halt. Und gibt es auch noch eins für Pflanzen, wenn man jetzt jemanden hat, der besonders auf Pflanzenwert liegt. Also, okay. Ja, vielleicht mal erst die ganz grundlegende Frage, bevor wir auf die Unterschiede noch eingehen. Wofür braucht man denn überhaupt so ein Salz? Ja, das haben wir ja gerade schon gesagt, um die Wasserwerte anzupassen. Weil die Garnelen jetzt was anderes brauchen, also wir hatten jetzt auch Neocaridina dabei, die haben wir doch auch, sagen wir mal, auf Leitungswasser. Wofür brauche ich das dann da? Genau, also steht ja quasi bei uns auch immer im Vordergrund, dass wir sagen, alle Neocaridina züchten wir auf Leitungswasser. Auch die Sulawesis, die wir züchten, größtenteils auf Leitungswasser. Sulawesi Inlandsgarnelen, Caridina auch schon mal, aber da können wir vielleicht gleich nochmal im Detail drauf eingehen. Aber auch andere Caridina wie jetzt... Ja gut, die Inlandsgarnelen hatten wir schon, aber auch verschiedene Tigergarnelen und so. Je nachdem, wo man ist, auch Bienen, auch sonst was, kommt ja immer darauf an, was für ein Leitungswasser habe ich. Das ist nun mal nicht überall in Deutschland gleich. Nicht? Wenn man da sein Wasser kennt, ist das schon mal von Vorteil. Weil wir natürlich immer sagen, Leitungswasser, wo das aus der Leitung kommt und das passend ist. Warum sollte ich mir da die Mühe machen, irgendwas groß rumzumixen? Da kann man da auch gut mit arbeiten. So, wir haben ja in Deutschland auch sehr gutes Wasser, in den meisten Fällen, nicht überall. Aber wenn man von den Amerikanern immer sieht, wir haben Chlor hier und da sind wir ja schon ganz, ganz glücklich, dass das bei uns nicht so der Fall ist. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer mal wieder welche, die sagen, ich möchte irgendwas ganz Spezielles, wie es bei den Caridinern. Bei den Neocaridina, so wie wir das jetzt selbst haben, die haben eine super große Bandbreite, die machen eigentlich alles mit. Also ich sage jetzt mal pH-Wert. Um 6 rum bis kurz vor 9 machen die alles mit. Härte auch von, ich sag mal, 2, 3 Gesamthärte bis 25 haben die jetzt kein großartiges Problem. Es kann aber ja immer noch so ein paar Besonderheiten geben, dass ich sage, da habe ich ein schlechtes Gefühl. Wir hatten zum Beispiel mal einen Kunden, der gesagt hat, ja, ich habe Angst, wir haben so uralte Leitungen mit Blei und wenn da mal irgendwie was durchgespült wird, entweder nimmt man dann aufwendige Wasseraufbereitung, um sowas rauszukriegen, oder die gehen dann eben den anderen Weg und sagen, ich nehme jetzt Osmosewasser und salze das auf. Das heißt also, es ist nicht nur wichtig, in welcher Region man ist und wie da das Wasser ist, sondern wie es wirklich bei mir aus der Leitung rauskommt. Genau. Ja, manche Häuser haben auch eine interne Enthärtungs- und Wiederaufhärteanlage, gerade die neuen Häuser. Ja, stimmt. Und da sind die Werte immer noch komischer, also was da rauskommt. Ja, der Witz schmeißen ist, die da nicht so Salz rein, den Kalk rauszukriegen? Ja, oder so? Ja, genau, die haben da quasi einen Ionentauscher drin. Das heißt, das Wasser ist total salzig. Also salzig in Anführungszeichen, ist halt Natrium dann ausgetauscht. Und wenn ich mich nicht irre, bist du da genau der Richtige, der immer sagt, wir wollen gar nicht so viel Natrium da drin haben. Genau, das ist dann nämlich dann nicht so ideal, wenn man sowas hat. Aber kann man auch nicht wieder für alle sprechen, es gibt auch unterschiedliche Anlagen. Aber es wäre jetzt ein Grund, warum man das noch bleiben lassen könnte. Und zum Beispiel, ich habe mal gehört, da bin ich jetzt auch nicht der Profi, dass Silikat auch irgendwie in der Garnelenzucht
wie die Vermehrungsrate hemmt. Also das weiß ich jetzt nicht, ob es stimmt, habe ich gehört von anderen. Ja, hatten wir auch mal Kunden, die gesagt haben, sie hatten Probleme, weil Silikate, muss man dazu sagen, werden auch häufig eingesetzt, quasi die Aufbereitung des Leitungswassers, um die Leitungen zu schonen. Kann man dann auch schon mal ein bisschen Silikat zusetzen, dass eben die Leitungen nicht so korrodieren. Phosphat teilweise auch, dass es zugesetzt wird. Ja, das ist natürlich dann ein bisschen ungünstig für die Leute, die da jetzt super Silikatwerte drin haben und das eigentlich nicht haben wollen. Das merkt man dann. Wir haben zum Beispiel auch relativ hohe Silikatwerte bei uns. Wenn man Becken Im Laden oder ja, zu Hause? Im Laden, nicht zu Hause nicht. Wenn man also ein Becken neu eingerichtet hat, sprich oder auch von mir aus einen nahezu kompletten Wasserwechsel macht und auf einmal überall diese Kieselalgen wachsen, ist ein relativ eindeutiges Zeichen, dass da sehr hohe Silikatwerte drin stecken. Aber ihr habt kein Problem, dass die Zucht irgendwie dadurch beeinträchtigt wird? Nee, für Neocaridina haben wir da überhaupt kein Problem. Ja. Bei irgendwelchen, also in dem Fall waren das welche, die haben irgendwelche fancy Tiger, also Taiwaner, ja, bisschen zickigere Caridina gezüchtet und da kann ich mir gut vorstellen, dass es ein Problem macht. Ja. Und wie benutzt man das Zeug dann? Also ich nehme an, das tue ich jetzt nicht in mein Leitungswasser rein, sondern da muss ich ja schon Osmosewasser, destilliertes Wasser, wie auch immer nehmen, um das... Das kommt halt immer drauf an, ne? Muss man nicht. Also man kann natürlich auch, wenn man sehr weiches Ausgangswasser hat und möchte es gerne etwas härter haben, das dazugeben, aber dann natürlich nicht in der vollen Konzentration, sondern halt etwas abgeschwächt. Manche machen das ja auch, dass sie das Wasser vermischen, also ein bisschen Osmosewasser mit ein bisschen Leitungswasser. Dann ist es meist recht weich, zum Beispiel wegen dem Silikat oder weil da irgendwas anderes drin ist. Dass man es dann quasi nur den Teil aufhärtet, den man halt den mit Osmosewasser braucht. Oder man nimmt halt nur Osmosewasser. Dann muss man natürlich mehr nehmen, dann nimmt man die am besten die Dosis, die draufsteht. Das sind meist so 10 Gramm auf 100 Liter, die man da braucht. Da gibt es auch, kann man mit einem Löffel am besten machen oder mit einer Waage. Also dann ist es am genauesten, wenn man es mit einer Waage macht. Natürlich beim Nanobag mit 10 Liter wird es ein bisschen schwierig, brauchen wir schon eher eine Feinwaage. Ja, oder man braucht ein Leitwertmessgerät, dass man erst ein bisschen reintut, dann nachkontrolliert, ob der Wert erreicht ist und es nochmal ein bisschen nachgibt. Wäre natürlich auch eine Option. Genau. Dass man damit, weil da steht halt drauf, wie stark der Leitwert erhöht wird und wie dann die Werte halt ausfallen. Danach kann man halt auch dann das Ganze dosieren. Hattet ihr, glaube ich, auch gemacht, genau, wie ich das in eurem Video gesehen habe? Also du hattest ja hier... Die Waage war nicht ganz so genau. Die Waage war nicht sehr genau, es war eine normale Küchenwaage. Und wenn du halt für 10 Liter das anbestellst, ne, was brauchten wir? 2 Gramm oder so? Dann hast du einmal gehustet und plötzlich, es sind doch 3 Gramm weniger. Das macht dir jetzt nicht so richtig viel Sinn. Aber wir haben es natürlich trotzdem erstmal ausprobiert und es kamen halt relativ unterschiedliche Werte dabei raus. Danach dann auch mit einem EC-Meter quasi nachgemessen und nachjustiert. Da hatte ich aber noch eine Frage zu, nämlich, du hast hier draufstehen... Es soll vorher angemischt werden und nicht im Becken. Genau, weil einige Komponenten, also das Besondere an den Salzen ist ja, dass sie Chlorid und Natrium reduziert sind. Mhm. Und einige Komponenten brauchen CO2, um sich aufzulösen. Und deshalb ist es halt sinnvoll, das vorher einmal aufzumischen. Dann löst sich schon fast alles, je nachdem, wie CO2-haltig das Wasser ist, was man zum Aufmischen nimmt. Mhm. Als Profi-Tipp gebe ich da immer den Hinweis, dass man da auch ein bisschen Sprudelwasser mit reingeben kann. Ah, damit sich es besser... Ja, also gut, bei so einer Kleinstmenge, dann reicht so ein ganz kleiner Schrops. Ja. Wenn man natürlich jetzt ein 100-Liter-Becken hat, dann kann man da auch 100 Milliliter reintun. Aber man sollte nicht mehr als 200 Milliliter jetzt reingeben, weil das sonst den CO2-Wert zu stark erhöht, weil das, ich glaube, wenn man nachguckt, 3 oder 5.000 Milligramm pro Liter CO2 enthält. So pro Liter. Das heißt, da reicht dann quasi eine halbe Flasche und hat man genügend CO2 im Aquarium. Aber dann löst es deutlich besser. Also man kann es auch ohne, das löst sich trotzdem gut. Aber wenn man es noch ein bisschen beschleunigen will, kann man das mit CO2-Wasser quasi ein bisschen boosten. Der Effekt, dann ist es nicht so lange trübe. Aber am besten halt immer vorlösen und umrühren, weil wenn man es so reingibt, dann sinken die Klumpen halt auf den Boden. Das löst sich auch, dauert aber natürlich noch länger. Hat ein gewisser jemand auch ausprobiert. Das wird sich auch lösen, aber gut, gerade wenn du jetzt keinen Filter hast, der da so ein bisschen Umwälzung im Aquarium sorgt, dann wird es vielleicht auch mal 1-2 Tage dauern, bis es dann gelöst ist. Ja. Aber wenn man das jetzt in Sprudelwasser reintut und dann Angst hat, dass man CO2 ins Becken tut, wenn man das dann einen Tag stehen lässt, ist doch der Sprudel auch wieder raus, oder nicht? Wenn man das in so einem Messbecher oder so angerührt hat. Genau, weil man kann es, das ist dann ja quasi, hat ja reagiert dann mit dem Salz. Das heißt, dann ist es egal, wenn dann keins mehr drin ist. Mhm. Man kann es auch einen halben Tag stehen lassen oder einfach lang genug rühren, dann geht die Kohlensäure ja mit der Zeit auch raus. So, das geht auch. Oder halt, man nimmt halt so wenig, dass es ungefährlich ist. Ja. Kann man sich auch alles ausrechnen, aber also jetzt kein Liter auf ein 10-Liter-Aquarium. Da haben wir ja auch schon ein Video zu gemacht, ne? Geht nicht.
das Blubberwasser nicht so gut ist für Tiere. Ja, hatten wir auch schon Helden, die dann meinten, Sprudelwasser wäre gut fürs Aquarium. Da kann man relativ effektiv kurzfristig seine Lebewesen mit narkotisieren und langfristig auch umbringen. Deswegen. Ja, die Dosis macht da das genau. Also man kann da tatsächlich auch die CO2-Versorgung für die Pflanzen theoretisch mit hinbekommen, wenn man dann eine Dosieranlage hat und das irgendwie, aber gut. Aber da muss man halt sehr feinfühlig die richtige Menge hinzufügen, okay, weil wenn man da jetzt zu viel reingibt, weil es halt sehr, sehr konzentriert ist. Das würde ich jetzt nicht empfehlen. Das muss auch nicht unbedingt sein. Nee, aber das ist jetzt nur so ein Profi-Tipp. Also wem das zu heikel ist, nimmt einfach normales Wasser und löst es auf. Dann ist es natürlich am Anfang ein bisschen trüber, das ist eigentlich das immer normal. Das würde ich mal gerne ausprobieren. Ja, kannst du ja tun. Der schäumt dann auch so ein bisschen, wenn es reagiert. Besser. Das geht dann auf jeden Fall schneller. Ja. Okay, dann hattest du gesagt, warum jetzt unbedingt die unterschiedlichen Salze? Ja, genau. Vor allem für, verstehe ich den Unterschied nicht, also Neocaridina und Caridina, da weiß ich ja, was der Unterschied ist, aber Sulawesi-Garnelen sind doch Caridina-Garnelen, oder nicht? Ja, Caridina-Garnelen mögen zum Beispiel sehr weich und eher niedrigeren pH-Wert, während Sulawesi-Garnelen eher einen höheren pH-Wert und eine etwas höhere, also auch keine extrem hohe Carbonathärte, aber ein bisschen höher als Caridina haben. Also besonders der pH-Wert macht da den Unterschied. Dass also Caridina eher so ein unter 7 haben, während Sulawesi eher über 7 haben. Und die beeinflussen also normalerweise nicht den pH-Wert. Die Sulawesi, das Sulawesi-Salz sorgt aber dafür, dass es eher ein etwas erhöhter, also erhöht eigentlich neutraler pH-Wert, aber während die Caridina dann eher in etwas niedrigeren pH-Wert. Ja, das Problem dabei ist, um deine Frage jetzt zu beantworten, dass nicht nur Johannes, sondern auch viele Aquarianer Caridina synonym mit Bienengarnelen, Tigergarnelen, die ganzen Taiwaner, alle Zuchtformen, alles, was so diesen Bereich geht, verwenden. Ja. Caridina ist aber eine Garnelengattung mit, ich glaube, 260 verschiedenen Arten. Ich wollte gerade sagen, weil die Sulawesi-Inlandsgarnele ist doch auch eine Caridina. Und die Amano-Garnele ist auch eine Caridina und da würde kein Mensch auf die Idee kommen, da irgendwas aufzusalzen. Außer um die zu züchten vielleicht, aber dann auch eher nicht mit diesem Salz. Nein, aber es geht darum, dass es da um spezielle Habitate geht. Also das Habitat der Bienengarnelen ist eben relativ weich, während das Habitat der Sulawesi-Garnelen, auch da stimmt es nicht ganz, weil Sulawesi ist halt eine relativ große Insel. Es geht halt um zwei verschiedene Seen, nämlich einmal das Malili-System, das sind eigentlich so fast alle bekannten Sulawesi-Garnelen in Anführungszeichen, also hier die Caridina denneli, unsere Kardinalsgarnele, kommt eben aus dem Malili-System. Und dann gibt es den Poso-See, der ist nochmal ein bisschen woanders. Da sind auch einige, wie soll ich das nennen, dass es jeder weiß, eine Radiation von Garnelen, sprich ganz viele verschiedene Garnelen, die miteinander verwandt sind. Ja, das ist so. Wie soll ich es nennen, dass sie das versteht? Ich sage Radiation. Nein, ich sage das, was es ist und dann versuche ich es zu erklären. Ach so, okay. Mhm. Also ganz viele verschiedene Garnelen, die auf einen Ursprungstyp zurückgehen. Und auch da könnte man jetzt wieder sagen, oh, die sind aquaristisch interessant. Die haben irgendwie ganz spezielles Wasser, was hier äußerst selten in Deutschland aus der Leitung fließt, weil so ein Wasser, in dem Fall hast du es ja schon gesagt, teilweise pH-Wert ein bisschen höher, eine ganz komische Mischung von Mineralien. Das ist dann doch eher ungewöhnlich, dass das jetzt bei uns so rauskommt. Da gibt es halt ein paar Garnelen, wie jetzt die Kardinalsgarnelen, die da ein bisschen robuster sind, die jetzt nicht sofort rumzicken, wenn sie ein bisschen was anderes kriegen. Aber bei einigen anderen Arten, gerade wahrscheinlich auch bei den Wildfängen, da habe ich jetzt keine Erfahrung mit, aber kann ich mir gut vorstellen, dass die natürlich nochmal ganz besonders darauf reagieren, wenn sie jetzt anderes... Weil die das ja nicht so gewohnt sind, ne? Genau, also wenn sie anderes Wasser kriegen, weil das sind beides halt alte Seen, also natürlich wieder perfekt für mich, die seit über einer Million... Holt euch ein bisschen Popcorn, jetzt geht's wieder die los. Die seit über einer Million Jahre da quasi existieren und wo die Garnelen genug Zeit hatten, sich genau an dieses Wasser anzupassen. Und deswegen, wollen sie auch genau das haben. Macht Sinn. Ja. Genau, deshalb gibt es halt unterschiedliche Zusammenstellungen da. Ja. Chlorid und Natrium hatten wir ja schon angesprochen. Mhm. Sagt dir das jetzt sowas? Natürlich sagt mir das was. Natriumchlorid, unser schönes Meersalz oder Kochsalz für uns. Aber wo ist jetzt das Problem? Das muss ich ja quasi jetzt zurückspielen. Also das sind ja eigentlich Salze, die jetzt von jemandem entwickelt worden sind, der besonderen Fokus auf Pflanzenwachstum legt. Ja. So, könnte das denn sein? Ja. So, es ist so, dass hohe Chlorid- und Natriumwerte das Pflanzenwachstum negativ beeinflussen, weil das quasi die verschiedenen Nährstofftransportzyklen in der Pflanze behindert werden durch Chlorid und Natrium. Also wenn das in hoher Konzentration vorkommt. Also bei empfindlichen Pflanzen so ab 50 Milligramm, bei normalen Pflanzen kann es ab 100 Milligramm pro Liter vorkommen. Normalerweise hat man nicht so hohe Chlorid- und Natriumwerte, aber mit den Standardsalzen, also es ist jetzt nicht NaCl, was da drin ist, also sind zwei Komponenten, einmal über das Natrium reinkommt, einmal das Chlorid. Und wenn man, also die beiden sind halt so die Standardkomponenten in Aufwertesalzen, wenn man die halt in Standardsalzen nutzt, dann hat man halt meist
sehr hohe Chlorid- und Natriumwerte. Gerade wenn man die jetzt in höherer Konzentration anwendet. Und um das zu vermeiden, um da nicht so eine hohe Chlorid- und Natriumbelastung zu bekommen, habe ich die halt Chlorid- und Natrium reduziert gemacht. Sodass man da nicht auf diese kritischen Werte kommt. Ich meine, es wurde ja entwickelt, diese ganzen Salze, um das natürliche Wasser möglichst nachzustellen. Wahrscheinlich dann auf der einen Seite muss das die Ausgangsmineralien oder Salze ja auch verfügbar sein und auf der anderen Seite wahrscheinlich relativ günstig. Deswegen vermute ich, hat man eben die ganzen Natrium- und Chlorid-Salze genommen, weil es günstig und verfügbar ist, richtig? Ja, das Beste wäre eigentlich Calciumcarbonat. Mhm. Aber das Problem ist, dass sich das sehr schwer löst. Ja, also das ein Stückchen Marmor reintun wäre gut jetzt. Ja, genau. Aber das Problem ist halt, also das ist irgendwie, glaube ich, bei 0,1 oder 0,2 Gramm pro Liter, glaube ich, was sich das nur löst. Also das, und das auch nur unter idealen Bedingungen. Mhm. Auch das braucht wieder CO2. Und deswegen wird es eher nicht benutzt. Also bei mir ist da auch ein bisschen was drin, aber nur so viel, dass sich das halt löst. Ja. Das heißt, da ist nur ein einstelliger Prozentbetrag jetzt drin von dem Calciumcarbonat zum Beispiel. Aber das sorgt natürlich auch wieder, wenn man es überhaupt benutzt, schon wieder, dass es ein bisschen Chlorid reduziert ist. Ja. Das heißt, damit kann man schon einen Beitrag leisten. Es sind auch andere Komponenten drin, die ich jetzt nicht näher erwähne, die andere Hersteller da eher nicht benutzen. Ein bisschen Betriebsgeheimnis muss da ja auch vorhanden sein. Aber da kann man halt verschiedene Stellschrauben drehen, um da, ja, genau, Chlorid- und Natriumreduzierte Rezeptur. Aber ist es denn dadurch jetzt näher an dem natürlichen Wasser dran? Oder ist es so, dass die auch ganz viel Natrium und Chloridion in dem im natürlichen Wasser haben? Also im natürlichen Wasser ist ein bisschen Chlorid und Natrium drin, also im Standard, ja, also in den meisten Gewässern, aber halt nicht so hohe Konzentration. Okay. Also so über 100 Milligramm wird dann eher selten, dass man so ein Wasser hat. Und ist halt, wenn man jetzt gerade Pflanzen züchten will oder besonderen Wert darauf legt, eher unvorteilhaft, so hohe Werte. Also bei Tieren ist es meist nicht kritisch. Das ist ja sogar teilweise gut, wenn man ein bisschen Chlorid... Salz noch auf. Genau, wenn man da ein bisschen Salz mit reintut. In gewissen Maßen ist es auch in Ordnung. Wenn man es natürlich dann auch wieder übertreibt, dann wird es auch irgendwann gefährlich, wenn die Tiere halt nicht so eine hohe Salzverträglichkeit haben. Kommt halt immer darauf an, welche Tiere man hat. Bei Pflanzen ist es dann doch empfindlicher. Also, also da wird man es eher merken, wenn man es falsch macht. Außer es gibt natürlich auch Tiere, die extrem salzempfindlich sind, da auch. Aber es gibt welche, die ja sehr tolerant sind, weil die ja in so Mischgewässer oder wo dann Einspeisung von Salzwasser mit reinkommen, da die werden schon einiges vertragen. Wie würde ich das bei Pflanzen merken, dass die jetzt ein Natrium- oder Chlorid-Problem haben? Also die wachsen erstmal grundsätzlich langsamer. Okay. Und können dann auch Mangelerscheinungen zeigen, weil der Transport von den anderen Nährstoffen, also Magnesium zum Beispiel und Kalium, dann ja verlangsamt ist und dann können sich da wieder Mangelerscheinungen, die, also Kalium oder Magnesiummangelerscheinungen können dann auftreten, okay, obwohl die eigentlich in ausreichender Menge vorhanden sind, aber weil der Transport von den Nährstoffen behindert ist, quasi gibt es dann Mangelerscheinungen in den Bereichen. Kann das auch zu vermehrtem Algenwachstum führen, wenn das irgendwie kein vernünftiges Verhältnis ist? Also ein schlechtes Pflanzenwachstum führt meist zu einem Algenwachstum, weil die Konkurrenz ja nicht vorhanden und die kommen damit ist und geschwächt sind. Kommt auch immer wieder darauf an, gibt ja unterschiedliche Algenarten, die sich auf bestimmte Nischen spezialisiert haben. Aber es wird da sicher Algenarten geben, die dann das wieder für sich zum Vorteil zu nutzen wissen. Weil ich kenne viele, gerade bei den Kardinalsgarnelen, die halt sagen, okay, das, egal was ich mache, wenn ich das aufsalze, kommen da immer wieder Algen. Kann das da unter Umständen genau an sowas liegen? Genau, das könnte man dann mal probieren, ob man da... Ja. Ach so, weil man das falsche Salz benutzt, oder wie? Ja, könnten wir auch mal ausprobieren, ob das dann hilft. Genau, das wäre... Okay, und mit dem dürfte das dann nicht passieren, richtig? Weil die wenn die anderen Werte von den Pflanzen natürlich alle ideal sind. Das heißt aber, wenn ich dann irgendwie mein, was auch immer, Messgerät da benutze, um die Werte nachzusehen und sehe dann, hey, es ist doch genug von Magnesium und was auch immer da, muss ja eigentlich gut sein, dass man dann gar nicht weiß, dass das andere das behindert. Also von wegen, es ist genug da und man denkt, dann liegt da das Problem gar nicht dran. Genau. Steht ihr, was ich meine? Wenn dann deutlich zu hohe Werte sind, kann es dann... Okay. Also das haben viele auch nicht. Ist ja kompliziert. Also, die meisten haben schon nicht auf dem Schirm, dass jetzt also Werte wie Magnesium relevant sind. Es gibt auch einige YouTuber, die behaupten, Magnesium wäre ein Mikronährstoff und kein Makronährstoff. Und den braucht man eigentlich gar nicht. Oder der ist durchs Futter schon genügend im Wasser vorhanden. Aha, da halte ich mich raus. Ja, was natürlich vollkommener Quatsch ist. Also Magnesium ist ein Makronährstoff, je nach Definition, aber auf jeden Fall einer, der in größeren Mengen gebraucht wird. So. Der auch in jedem normalen Pflanzendünger mit drin ist, also in jedem guten. Vielleicht sollte man dazu sagen, dass Magnesium das ist, was die Pflanze grün macht, weil es im Chlorophyll drin steckt, als Kernkomponente quasi. Also kann man sich vorstellen, dass die Pflanze da relativ viel von braucht.
Ja, also wie da einige zu der Behauptung kommen, ist, also viele haben das halt nicht auf dem Schirm, messen den Wert nicht, weil die meisten kennen noch Eisen, so, und dann vielleicht Nitratphosphat, ja. So Kalium vielleicht, die meisten machen sich viel zu sehr Gedanken um zu wenig Kalium, obwohl die meisten zu viel haben, aber Magnesium macht sich eigentlich keiner Gedanken, obwohl das häufig das Problem ist. Ja, aber selbst wenn man dann genug hat und hat zu viel von dem Chlorid und Natrium, dann kann das dann auch wieder Mangelerscheinung bewirken. Okay. Genau, eine letzte Sache vielleicht noch zu den Salzen, ist auch jetzt eher pflanzenspezifisches Ding, aber es gibt ja auch die meisten, die nicht nur Garnelen haben, sondern auch Pflanzen drin. Ja, das empfehlen wir ja meistens, dass auch Pflanzen drin sein sollen. Und zwar ist nämlich das Calcium-Magnesium-Kalium-Verhältnis hier besonders, und das ist bei 2 zu 1 zu 0,5. Das ist das Verhältnis, wo die Pflanzen am idealsten wachsen. Viele Salze haben da irgendwie 6 zu 1 zu 3, also viel zu viel Calcium im Verhältnis zu Magnesium. Und dann wieder viel zu viel Kalium im Verhältnis zu Magnesium. Und da ist es auch wieder so, die Nährstoffe, die konkurrieren quasi miteinander. Und ja. Wenn man zu viel Kalium hat, dann begünstigt oder ja, behindert das wieder die Magnesiumaufnahme. So, ja. Dann müsste man wieder extrem viel Magnesium haben, um das auszugleichen, um dann wieder auf das Verhältnis zu kommen. Haben die meisten aber nicht, dann wird das Wasser auch wieder sehr hart. Und das ist so ein ideales Verhältnis, also gerade Kalzium, Magnesium von 2 zu 1 bis 3 zu 1. Und dann Kalium halb so viel wie Magnesium, haben die wenigsten, aber das ist so, die sind die Werte, wo die Pflanzen am besten wachsen, ja. Wo die Aufnahme Pflanzen am besten gegeben ist. Heißt jetzt auch immer Moos und also alles, ja, was alles. So, also Stängelpflanzen, Moos, was haben wir noch so, Schwimmpflanzen. Ja. Ja, die meisten haben sogar Probleme mit zu hohen Kaliumwerten und zu niedrigen Magnesiumwerten. Also Kalzium ist meistens eigentlich nicht so das Problem, genau, ist genug da. So, aber häufig ist das Problem halt, dann ist der Kaliumwert viel zu hoch und der Magnesiumwert zu niedrig. Okay, dann sollten wir wissen wir noch mal ein jetzt anderes alle, worauf Video wir achten müssen. Ja, wir brauchen aber auf jeden Fall gleich noch ein anderes Video über Dünger. Falls euch das interessiert, könnt ihr auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Dann ja, werdet ihr das nicht verpassen. Genau. Es ist etwas länger geworden, aber ich hoffe, ihr verkraftet das. Es gibt so einen Button unten, zweifache Geschwindigkeit. Ja, guck mal. Das sagst du jetzt, hättest du am Anfang sagen müssen. Ich kann es ja noch reinschneiden. Gut, in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüssi. Tschüss.